Okay, das ist neu. Okay, sie hat direkt Bock. Ich warte lieber noch ein bisschen. Das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Kann ich eigentlich rennen hier? Okay, aber ich finde es cool, dass sie so viele neue Spielmechaniken eingeführt haben. Das macht das Spiel natürlich auch nochmal, ich will nicht sagen umfangreicher, aber es gibt einfach ein bisschen mehr Tiefe. Schnell, 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 schnell. Oh, oh. Hat er uns jetzt gehört? Nee, okay. Der Typ sorgt auf jeden Fall ganz schön für Anspannung. Schon wieder so eine doofe Krähe. Komm her. Wir rennen zusammen. Lauf, Girl. Oh, cool. Du machst einfach zu. Ich. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Holy shit. Was für ein Intro. Oha, ja, definitiv Oha. Holy moly. Mit so einem Einstieg habe ich nicht gerechnet. Erstmal richtig auf die Tube getreten hier. Ja. Setze ich mich da auch mal ein bisschen entspannter hin hier. Cool. Okay, geht auf jeden Fall gut los. Ach, fahren wir jetzt aufs Meer raus? Scheint, als würden wir jetzt auf das Moor treffen. Oder zumindest im Laufe der Handlung. Was passiert hier? What? Oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus?
Holy moly. Hui. Hui, 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 hui. Diese Häuser. Da ist jemand. Hey du. Hallo? Okay, was war das? Er ist einfach verschwunden. Okay, das sieht auf jeden Fall auf... Also das sieht ja nach so einem krass mysteriösen Ort aus. Voll gut. Moment. So eine Szene kenne ich. Hing da nicht im ersten Teil? Direkt am Anfang? Auch so einer? Wobei hier ist es nur Kleidung. Da hängt keiner drin. Alles gut, Mona. Nicht so wild. Schau mal, da hängt wer nicht, dass du es wieder siehst. Ja, deswegen meinte ich ja gerade, wir hatten das ja im ersten Teil, diese Situation. Aber da habe ich es halt überhaupt nicht mitgeschnitten. Hier war es ja dann doch ein bisschen offensichtlicher. What is this place? Es ist wundervoll schaurig. Und wundervoll bedrückend. Ich mag es. Weiß man schon, wer das da vor dir ist? Ich bin der Hutmann. Und das Mädel hier hinter mir, ich vermute, dass das Six ist. Weil es, also der zweite Teil erzählt die Vorgeschichte vom ersten Teil. Deswegen gehe ich davon aus, dass das hier Six ist, nur halt ohne ihren Regenmantel. Und ich vermute mal, im Laufe der Geschichte wird sie den bekommen. Warum sind hier Lichter an? Kann ich mich hier noch weiter umsehen? Kann ich hinter den Tresen? Und wer hier unser Tütenkopf-Kollege ist, das weiß ich leider nicht. Das finden wir vielleicht noch raus. Kollege Tütenkopf. Also das hat auch einfach nur einen stilistischen Grund, warum der Boy eine Tüte auf dem Kopf hat. Ich könnte jetzt auch theoretisch einen dieser anderen Hüte nehmen. Ne? Das sind jetzt hier die Collectibles. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Design mit der Tüte sehr cool finde. Es ist irgendwie sehr schlicht, aber irgendwie passt es sehr zum Stil des Spiels. Ich muss sagen, bis auf das Geschehen eben mit dem Schrotflintenmann, war das bisher ein sehr ruhiger Einstieg, finde ich. Hat was von den Zipfelmützenmännern? Ja, wir haben auch schon eine so eine Zipfelmütze gefunden. Also ich könnte jetzt auch so rumlaufen, weil wir haben nämlich auch schon einen Zipfelmützenmann gefunden. Und da haben wir nämlich auch diese Mütze her. Also... Die spielen offensichtlich wieder eine Rolle. Wir werden sehen. Mal schauen. Sie ruft auf jeden Fall nach uns. Okay. Wäre auch schade, wenn nicht. Ja, die passen irgendwie dazu. Die gehören einfach zum Spielgeschehen. So, aber wie hole ich sie jetzt dazu? Ah.
Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Hui, 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 hui. Okay. Mach ich, mach ich. Muss ich wieder hier rüberspringen? Okay, Moment. Erst trinke ich einen Schluck. Das schaffe ich doch nie. Oh, doch. Okay. Ich glaube, im ersten Teil wären wir nicht so weit gesprungen. Oh, da ist wieder so ein Männchen. Also es macht auf jeden Fall irgendwas mit unserem Tütenman. Aber ich kann doch nicht sagen was. Aber es scheint nichts Gutes zu sein. Der zuckt jedes Mal so zusammen. Okay, sie schafft das. Locker flockig macht sie das. Ah, da hängt noch so einer. Aber warum sind da überall nur die Kleidungsstücke? Das ist auch ein bisschen seltsam, oder? Dass da nur die Kleidung hängt und nie die Person? What the fuck? Was passiert hier? Muss ich den ausschalten? Einstellen der Sendung L benutzen. Hä? Okay, das ist ja mega crazy. Den Gang sichtbar machen? Okay, das ist gerade irgendwie... Boah. Ja, ich benutze... Danke, ich benutze ja L. Das ist gerade wie ein psychedelischer Traum hier. Moment mal, wir sind im Fernseher. Und das ist die Tür, die wir im Intro gesehen haben. Oh, ist alles in Zeitlupe? Was ist das für ein Trip? Nur noch 7 Tage? Wie nur noch 7 Tage? Was ist denn in 7 Tagen? Wie bist du überhaupt hier reingekommen, Girl? Ach, durchgekommen, klar. Es ist halt so dunkel. Ich hätte gerne irgendwie Licht. Ach, der Fernseher, The Ring. So. Okay, ja gut. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber ich muss auch gestehen, ich habe The Ring nie gesehen. Ich kenne halt nur die Geschichten darüber. Sorry, ich bin nicht witzig. Nee, eigentlich bin normalerweise ich derjenige, der nicht witzig ist.
Oh, eine Schule. Oh, kann ich mit ihr wippen? Oh, please. Girl, komm her. Oh, sie will Ball spielen. Komm mit. Sie hat keinen Bock zu spielen. Schade. Das ist eigentlich so eine verschenkte Möglichkeit. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die mit uns wippt. Schade. Na gut. Es wäre halt so eine coole Sache, wenn man jetzt sie, keine Ahnung, wenn man sie hier nehmen könnte und ihr sagen könnte, setz dich auf die Schaukel oder so. Warte mal, ich kann sie doch rufen. Sie spielt einfach. Es ist irgendwie grotesk, aber irgendwie auch total schön gerade. Ich kann nicht erklären, warum ich das irgendwie gerade sehr idyllisch finde. Obwohl das eigentlich überhaupt nicht ist. Ich finde es geil, sie lehnt sich da einfach an den... Will sie Torwart spielen? Wenn du dich auf die Wippe stellst und so... Das könnte ich probieren, ja. Das mache ich gleich mal. Ich kann in den Ball treten. Nee, willst du nicht? Komm mal mit. Es ist auch so cute, dass du sie einfach bei der Hand nehmen kannst. Finde ich super. Gehst du hier drauf? Nee, schade. Ich glaube, weil da einfach keine Probleme aktuell zu sehen sind. Ja. Ja, genau das. Es hat gerade irgendwas sehr Freies irgendwie. Es ist sehr trist und sehr trostlos. Aber es ist auch sehr frei. Es hat irgendwas sehr Beruhigendes an sich. Ich kann nicht erklären, woher das kommt. Aber es ist gerade eine schöne Idylle in all dieser Tristesse. Wenn ich das mal so blumös beschreiben darf. Moment mal, das Bild da oben kennen wir auch aus dem ersten Teil. Okay, also ich habe jetzt schon mehrere Bilder gesehen, die wir auch aus dem ersten Teil kennen. Es ist tatsächlich eine Schule. Ich war nicht sicher, ob es eine Schule ist oder ein Kindergarten. Ja, da drüben. Das sind auch schon wieder die Bilder, die wir schon kennen. Creepy. Ich wusste doch, die Augen sehen komisch aus. Da beobachtet jemand uns hinter den Wänden. Warum sitzt du jetzt da? Okay, das ist... Oh Gott, ja. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh Gott. Allein die Vorstellung. Da haben wir auf jeden Fall jetzt schon eine ungefähre Vorstellung davon, wo das jetzt möglicherweise hingeht mit der Idee von der Schule. Sie hat einfach die Dose aufgehoben. Girl, was hast du mit der Dose vor? Was habe ich mit dem Ball vor, ist die viel bessere Frage. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Lass ihn aber liegen. Kann ich die Dose abnehmen? Nee. Was will sie mit der Dose? Oh, da liegt wieder ein Papierflieger. Nice. Komm her, du. Oh, die haben sie diesmal richtig fliegend gemacht. Cool. Oh. Eine Modelleisenbahn. Der Kater meckert schon wieder vor der Tür. Kann ich hier hoch? Nee. Okay, Moment. Ich schaue mich mal hier genau um. Es nervt mich tatsächlich ein bisschen, dass ich kein Licht habe, muss ich ehrlich sagen. Hey David, schönen guten Abend. Schon den ganzen Abend gefragt, wann du hier wohl auftauchst. Der Kater? Ja, unser Kater hat vor der Tür gemeckert. Das macht er immer, wenn er raus will. Er saß jetzt gerade bei mir vor der Zimmertür und hat gemaunzt. Warum nimmt sie das hoch? Sie will ja irgendwas. Sie will ja, dass wir damit irgendwas machen. Na, jetzt bin ich ja da. Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv angetan gewesen. Vom Ende, vom ersten Teil mit den ganzen DLCs. Und bisher finde ich auch die Stimmung vom zweiten Teil sehr cool. Ich habe aber noch überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Wie ich sehe, erst das DLC durchgespielt. Yes, genau. Jetzt bin ich neugierig. Soll ich mal Katzenbilder auf Instagram posten bei Gelegenheit? Warum nimmst du jetzt die ganze Zeit die Dose mit? Das hat doch einen Grund. Kann ich das Licht wieder anmachen? Ich kann das Licht wieder anmachen. Okay, das ist gut. So. Eve. Guck mal hier unten in der Ecke. Der Bär hat einfach... Geh mal, komm mal weg da. Der Bär hat da irgendwie ein Messer oder eine Gabel im Auge. Ich glaube, ich habe dich gar nicht bei Insta. Ich bin bei Insta auch nicht so aktiv. Also es ist kein Muss, mir bei Instagram zu folgen. Ich poste da ab und zu mal ein bisschen was von hinter den Kulissen. So oder Sachen, die so ein bisschen aus dem Real Life sind. Weil ich finde... Einfach nur Instagram zu benutzen, um da einfach zu posten, dass ich jetzt live gehe, finde ich irgendwie, ja, dafür habe ich Discord, da brauche ich Instagram nicht für. Aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, der diese Social-Media-Plattform wirklich aktiv nutzt. Aber ich weiß, dass manche Leute immer ganz nett finden, wenn sie quasi noch so ein bisschen im nebenbei was sehen von den Leuten. Du kannst ja mal, Lilly, du kannst ja einfach mal Ausrufezeichen Insta in den Chat schreiben. Dann kriegst du den Link zu meinem Instagram. Falls du das möchtest. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Sie will mir irgendwas sagen. Dadurch, dass ich das hier... Also sie will mir... Der Ball lag da so offensichtlich. Und sie will mir irgendwas damit sagen, dass sie auch was mit sich rumträgt. Jetzt schmeißt sie es einfach hin. Bist du doof? Okay, warte mal. Was können wir mit dem Ball machen? Kater, das Biest, welches Leute um 3 Uhr nachts wächst? Ja, das macht nicht nur er. Deine Katze macht das auch. Nicht 3 Uhr nachts, sondern 5 und 6 Uhr nachts. Ist auch nicht viel besser. Muss ich das hier dagegen werfen? Ah! Schnauze. Diese Liebe. Ah, das kenne ich auch. Ich mag halt Tiere. Ja, ich generell auch. Ach, wie cool. Sie springt einfach mit. Finde ich gut. Oh, da kann man mal ein bisschen ihr Gesicht im Licht sehen. Ich will unbedingt eine Taschenlampe. Ich sehe einfach nichts.
Ich generell auch. Entschuldigung, ja, ich mag auch Tiere. Okay. Kann ich hier einfach runter? Ja. Das ist offenbar. Ich finde es halt cool, dass sie hier bei der Fortsetzung jetzt so das Thema mit den Zipfelmützenmännern so ein bisschen indirekt aufgegriffen haben. Dass du jetzt mehrere Interaktionen halt sowieso generell, wahrscheinlich durch das ganze Spiel hinweg, zu zweit machen kannst und dadurch natürlich auch die Möglichkeiten der Rätsel erweitert sind. Okay, das klingt nicht so einladend gerade. Was zur Hölle? Okay. What the frickin' hell? Lässt sich nicht öffnen, okay. Vielleicht auch ganz gut so, dass sie sich nicht öffnen lässt. Kann ich nichts mitmachen. Es ist halt wirklich eine Ente. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich vorhin meinte, es sieht aus, als läge da eine Ente drin rum? Hier ist wirklich eine Ente. Wo ist Trapdoor, wenn man ihn braucht? Mein Lieblingskapitel vom gesamten Spiel, wo du gerade bist? Okay, ich bin mal gespannt. Au! What the fuck? Okay. Hab Follow da gemessen. Heiße da nur anders. Alles gut. Das ist ja nicht schlimm. Der kam unerwartet ja auf jeden Fall. Ich will gerne den Ball. Danke. Ich will den Ball nämlich da in den Korb werfen. Richtiges Spielkind. Wenn das mit dem Zielen nur so einfach wäre. Ich krieg den da rein. Yeah, nice. 3 Punkte. Was ich bisher noch sehr irritierend finde, ist, unsere offiziellen Tor. Anders als der erste Teil, der sehr schnell sehr rätselig wurde, habe ich hier den Eindruck, dass es im Moment noch sehr linear ist. Also, dass ich eigentlich im Moment nur durch die Räume durchgehe, immer mal eine neue Mechanik kennenlerne und dass es noch gar nicht so rätselig ist bisher. Springt da auch drüber. Okay. Und da wäre die Falle gewesen. Ih. Was bist du denn für einer? Ach, hier sind mehrere. Guck mal, da steht noch jemand. Hey, du. Die wollen mich hier alle tot sehen. Hier rein. Ey! Das kann doch nicht sein. Hier wird man ja wirklich alle 2 Minuten von irgendwas erschlagen. Und da... Okay, also wir haben hier definitiv nicht nur mit dem einen großen Widersacher zu tun. Diese Jungs hier scheinen uns Streiche zu spielen. Macht zumindest so den Eindruck. So, hier kommen wir doch bestimmt rein, oder? Nicht? Ah, nee, wait. Ich kann einfach drüber springen. Ich dödel.
ist schon wieder so eine. Dieses miese Spiel. What the fuck? Miese Brise. Ach, das ist jetzt keine Falle hier. Ist das gemein? Aber hier ist Tripto mit seiner Entencrew. Die sind also auch wieder da. Okay, da war wieder einer. Ich habe so das Gefühl, wir werden hier in dem Teil... ausgetrickst. Wir werden in dem Teil wesentlich öfter sterben als im ersten. Ich habe bisher den Eindruck, dass das Spiel sehr darauf ausgelegt ist, dich oft auszunocken. Diese Hintergrundgeräusche die ganze Zeit sind halt auch echt creepy. Das Greifen? Nee, schade. Ey! Das sind wieder Puppen. What the fuck? Okay, das Game geht in eine völlig andere Richtung als der erste Teil. Was aber natürlich auch gut ist. Boah, gemein, okay. Muss hier sich richtig wehren. Heftig. Ja, die haben unsere kleine Freundin entführt. So, du dumme Sau. Du und deine Freunde gehen jetzt nach Hause. Der Hammer wird mein neuer bester Freund. Schleichen. Ich wusste es. Verdammter Mist. Ich hab's gesehen in dem Moment, wo ich draufgetreten bin. In dem Moment war mir klar, dass ich's verkackt habe. Erst nochmal nachschlagen. Ey, ich trau den nicht. Ich trau hier niemanden. Ich hau da auch zweimal drauf, das ist überhaupt kein Problem. Weg! So. Keine Sorge, das ist kein Problem. Ich hab ich hab das extra so eingestellt. Ich hab das extra so eingestellt, dass man den nicht mehrfach hintereinander direkt einlösen kann, den Befehl. Also wenn ihr mit denen mal gleichzeitig schreibt, ist das gar kein Problem. So. Mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ich würde den Hammer mitnehmen. Sehr gut mitgedacht. Ja, wäre ja ein bisschen doof, wenn dann irgendwie 5 Leute gleichzeitig das schreiben und wir einfach 5 Tode drauf kriegen. Das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache. Ey, ich vertraue hier niemandem mehr. Das Gefühl, hier jederzeit kann hier irgendwas passieren. Kann ich das hier greifen? Öffnen? Nee, auch nicht. Da drüben ist sie. Die Lehrerin. Okay, sie haben mich entdeckt. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt.
Also solange sie nach vorne guckt, darf ich mich nicht bewegen. Jetzt schreibt sie wieder was an die Tafel. Jetzt gehe ich in Deckung. Dass man sie auch noch nicht richtig sieht, das ist halt auch geil gemacht, dass sie das einfach so richtig introducen. Also so richtig richtig schön einsteigen lassen erstmal, bevor sie den Charakter richtig vorstellen. Aber ich finde die Idee auch cool. Aber warum unterrichtet sie Puppen? Und warum leben die Puppen? Das ist die viel interessantere Frage. Tschüss! Hier wird der Unterricht direkt geschwänzt. Oh, hier wäre ich auch reingekommen, oder? Ah, wobei, nee, wäre nicht so gut gewesen. Wenn ich vorne lang gelaufen wäre, dann hätten mich die Schüler von den vorderen Bänken ja gesehen. Ey, das ist so gemein. Das Spiel bringt einen ständig um. Hallo, Frau Lehrerin. Es ist einfach Ruffys Oma. Ja, ja. Cool. Geh da doch nicht raus, du kleiner Irrer! Was soll ich tun? Ich darf nicht hinter ihren Schreibtisch. Sie sieht selbst halt so ein bisschen aus wie eine Puppe, muss ich sagen. Stellt euch mal vor, ihr würdet im echten Leben in so einer Situation landen. Ich meine, jetzt hier in dem Spiel... Oh, verdammt. Jetzt hier in dem Spiel finde ich das jetzt nur so mäßig bedrohlich, wie das gerade ist. Aber würde man wirklich in so einer Situation sein, muss das doch mega creepy sein. Das ist so schon richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Es war jetzt ein bisschen doof, dass sie mich da gesehen hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem, warum? Warum klopft sie? Oh, okay. Ciao. Oh. Ich dachte, man kann die wieder so cheesen wie im ersten Teil, aber das scheint nicht zu gehen. Die kriegen einen definitiv. Aber bei den Köchen konnte ich ja auch fliehen und unter den Tischen in Deckung gehen. Aber sie scheint dafür zu agil zu sein. Ja, wir werden jetzt ein bisschen Tode sammeln. Wie gesagt, das Spiel will einen ja offensichtlich generell wesentlich mehr tot sehen, als das der erste Teil gemacht hat. Schnell, 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 schnell. Ih, wie sie ihn anguckt. Schnell, 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 schnell. Aber die Puppen haben auch alle Angst vor ihr. Es ist jetzt nicht so, als würden sie mich verraten.
Lauf, Junge! Alter, die Geräusche! Da war Rennen gerade echt die beste Methode. Lauf, kleiner Junge, lauf. Ja, tatsächlich. Was ist mit ihm? Er ist irgendwie festgebunden. Okay. Nee, das ist nicht Six. Das ist auch wieder so eine Puppe. Oh, wie muss ich den denn? Ah. So, wenn ich jetzt in so einer Situation, wenn ich ihn jetzt hier drüben hinrennen lasse und dann fällt er um und dann renne ich da rüber und hole mir die Brechstange. Ist es das hier, was du willst? Da kommt der kleine. Kommt der kleine Sadist in mir raus. ich mag das Spiel. Oh. Das war unerwartet kleiner Raum. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Licht vermisse? Ich hätte gerne wieder eine Taschenlampe. Ciao. Creepy, die sich auch bewegt. Jetzt kommt sie wieder hoch. No. Mann. Die Alte hat einen flexiblen Hals, ja, auf jeden Fall. Hey, schönen guten Abend, Pam. Ich grüße dich. Willkommen zum Sterbefest bei Little Nightmares 2. Hui, hui. Oh, sie hat die Flaschen auf den Kopf gekriegt. Witzig. Okay, in Deckung gehen. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Das ist voll gemein, weil auf dem Abschnitt hier drüben werde ich noch gelenkt quasi. Was macht sie? Sie hackt irgendwo drauf rum. Okay. Das Game ist so genial. Ja, bisher finde ich es auch richtig gut. No! Oh, ich bin daneben gesprungen. Das mit der Perspektive macht mich so wahnsinnig. Das sah original so aus, als wäre das weiter vorne im Vordergrund. Ja, es sieht wirklich so aus, als würde sie... Tatsächlich, ja, es sieht so aus, als würde sie jemanden verprügeln. Du hast recht. Klar, ist eine Lehre. Ja, ich find's klasse, wir hauen hier einfach da die Flaschen auf den Korb. Finde ich super.
Also ich muss aber auch sagen, der erste Teil war schon mächtig gut. Auch das Ende vom ersten Teil war unerwartet gut. Gerade jetzt nochmal durch das DLC. Wenn ich das auf sie draufhau? Oh Gott, die ist so creepy. Aber ich find's richtig gut. Wie sieht der auch nochmal nach? Oh, Junge. So, und jetzt? Ah, Gott sei Dank. Man soll hier denken, dass sie ein Kind schlägt, aber in Wirklichkeit schlägt sie sich selbst. Okay. Man hat das in First Person gespielt und dann hat er da nach unten gesehen. Oh, okay. Interessant. Was steht denn da in der Ecke? Ah, das Brett muss ich... Oh, nee. Die kommt jetzt 100 Pro auch wieder hier hoch. Schnell weg. Ciao. Ich will hier noch kurz warten. Ich will noch kurz gucken, wie sie guckt. Hey, tschüss. Die Frau ist auf ihre ganz eigene Art und Weise creepy. Oh, das kennen wir. Also ich sehe hier viele Parallelen tatsächlich zum ersten Teil. Ist auch wieder der erste Gegner. Wobei, es stimmt nicht ganz. Der erste Gegner war ja der Schrotflintentyp. Aber... Maxwell 2022. In First Person hat man auch nochmal viel mehr Details gesehen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man dann generell auch einen viel besseren Einblick in das Spiel hat. Oh, die Mechanik haben wir auch gelernt. Im ersten Teil, dass wir das schieben können. Guck mal, das sieht aus, als könnte ich mir da ein Collectible holen. Das holen wir uns natürlich. Ja, genau. Da habe ich schon einige von gefunden bisher. Einfach ein Blecheimer als Alternative. Okay, das finde ich aber irgendwie cool. Dass er einfach eine Dose auf dem Kopf hat. Aber ich bleib bei der Tüte. Er ist für mich der Sackboy. Der Tütenjunge. Oh oh. Lauf! Igidipfui. Ciao. Schnell, 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 schnell. Aha. Da drüben steht sie schon wieder. Tschüss. Gott, ist die eklig. Oh, was? Holy shit. Ob die mich auch so fressen würde, wenn ich den Blechhelm auf hätte? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich muss hier kurz warten. Nevermind. Junge. Ja, amüsant ist nett ausgedrückt, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Charme. Das kann man wirklich so sagen. Jetzt hier unten entdecken. Ah! Ich dachte, in dem Moment, wo sie rübergeht, aber ich war zu schnell. Ich hätte einen Moment warten müssen. Und dann kann ich vielleicht ein Stück nach unten klettern, damit sie mich auf der anderen Seite nicht sieht. Oder generell einfach ein Stück weiter wieder nach links klettern, damit sie mich nicht sieht. Das könnte ich natürlich auch einfach machen. Ah.
Oi. Boah, ist die ekelhaft. Junge. Heidewitzka. Die Anspannung ist auf jeden Fall da. Holy moly. Ach, hier hätte ich mich vor ihr verstecken können. Okay. Also gibt es hier auch wieder einfach mehrere Möglichkeiten. Oh, komme ich jetzt hier gar nicht weiter? Hätte ich da reingemusst in die Tür? Super. Muss ich das jetzt nochmal machen? Oder kann ich einfach die Kiste ranziehen? Ah, ich kann die Kiste ranziehen. Okay. Never mind. Also war mein Lösungsansatz hier scheinbar doch richtig. Da hinten brennt's im Sekretariatsraum. Ah nee, das ist der Mülleimer. Der Mülleimer brennt. Hm, das erinnert mich auch gerade ein bisschen an den ersten Teil. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Eieiei. Wie? Hattest du einen übersehen? Einen Tod? Ach so, okay, alles klar. Oh, eine riesige Schachfigur. Cool. Ich liebe Riesenschach. Nice. Oh no. Ah, da liegt wieder so eine Puppe drauf. Cooles Bild. Ah ja, ein Schachrätsel. Und da ist die Dame, die uns fehlt. Ich finde es auch schön, wie die Kinder hier die Bilder veranstaltet haben. Guck mal. Haben wir einfach ein Schnauzbart dran gemalt. So, lebst du oder bist du... Ah, der ist da dran gebunden. So, warte mal. Das habe ich. Dann fehlt uns der König und der Turm. Der Turm ist hier vorne, das ist einfach. Ist natürlich praktisch, wenn man sich mit Schach auskennt, aber ich denke, das ist ein Rätsel, was man auch ohne Schachkenntnisse lösen kann. Die Figuren sind ja sehr offensichtlich dargestellt. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ha. Guck mal, das sieht so aus, als würde hinter der Tür was sein. Also würde hier dahinter eine Tür sein. Die Schränke haben auch Rollen. Da geht sowas von weiter. Was ist eigentlich mit denen hier? Kann ich die abnehmen? Nee. Hm. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, was ich machen muss. Dich packe ich mal kurz hier.
Finde ich übrigens auch eine coole Idee, einfach gar nicht die Figuren zu bewegen, sondern dieses Rätsel auf diese Weise zu lösen, dass man einfach die Köpfe umsteckt. Habe ich so auch noch nie gesehen, dass das ein Spiel in der Form so gemacht hat. Coole Sache. So, den hier hin. Den Aschenbecher wieder darüber. Das sieht halt aus wie ein Aschenbecher, es tut mir leid. Du kommst wieder dahin. Zack. Die haben wahrscheinlich die eine Puppe hier auf den schwarzen König draufgebunden, weil sie den Kopf für den schwarzen König nicht mehr hatten. So, jetzt sind die Lichter an. Aber das war's doch bestimmt noch nicht. Moment, kann ich jetzt an den Regalen ziehen? Ist das vielleicht der Punkt? Oder schieben seitlich? Nee. Ich hab jetzt nur Lichter angemacht, oder wie? Das kann doch nicht sein. Ach, warte mal. Ach, das ist wieder so ein... Nee, tu das mal wieder da drauf. Tu das mal wieder da drauf. Dankeschön. Nee, du sollst da drauf klettern. Genau, dankeschön. Und jetzt da an dem... an dem Licht ziehen. Hahaha. Das ist wohl der Strafraum. Ich finde es klasse, dass hier überall Enten sind. Müssen wir mal Tripto Bescheid sagen. Der soll das Spiel auch mal spielen. Wie ihn und seine Entencrew ist das genau das Richtige. Baut sich endlich mal wieder ein bisschen Musik in Form von Soundtrack auf. Finde ich gut. Hat mir bisher ein bisschen gefehlt. Zack. So. Klingt wie in der Schulkantine. Jeden Freitag. Die Frage, wo denn unser kleines Girl abgeblieben ist. Die müssen wir ja auch immer noch finden. Die wurde ja verschleppt. Möglicherweise ist die sogar jetzt hier in der Küche. In der Kantine. Oh, ein Pfefferstreuer. Kann ich ihn nehmen? Yeah! Cool. Jetzt verleihen wir dem ganzen Spiel ein bisschen Würze. Musste die Twitch-App auf mein Handy neu starten. Alles gut, ist nichts weiter passiert. Noch nicht, aber das wird sich jetzt ändern. Hallo, mein puppiger Freund. Ciao! Oh, ist das gemein, dass die immer kurz warten. Wir haben jetzt schon 26 Tode, überlegt mal. Ich bin gerade mal im ersten Kapitel, beziehungsweise im zweiten. Komm ran, du. Yes! Diesmal habe ich dich. Da hat die Range gerade so gereicht. Okay, einmal richtig aufgeräumt hier in der Bude. Meine Kelle mitnehmen. Jawohl. Ah, nee, schade. Sieht so aus, als muss ich sie zurücklassen. No! Okay, ich dachte, das war gescriptet, aber
Es war nicht gescriptet. Ich muss die Puppen nochmal besiegen hier. Na toll. Putz! 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 In dein Gesicht! Zack! Okay. So. Da kann ich da vielleicht hoch? Nee. Doch! Nicht hoch. Ja, aber nicht so weit. Okay. Kann ich meine Keule, Kelle vielleicht darüber werfen? Achso, nee, ich kann ja nicht werfen mit den Dingern. Ich kann ja nur hauen. Das geht nicht auf. Nee, schade. Hätte ja sein können. Aber was soll ich machen? Okay, ich schau mir das erstmal an, was da drüben passiert. Die randalieren da einfach. Irgendwas nach dem Werfen vielleicht? Oh mein Gott! Ich habe mich schon gewundert, warum von der einen Puppe der Kopf in Gänze abgegangen ist. Gott, sind die creepy. Das ist hier doch ein Heim für schwer erziehbare, das sehe ich doch. Ich hab's genau kommen sehen. So kriegst du mich nicht, Spiel. Nicht schon wieder. Ich lerne dazu. Unangenehm zu wissen, dass man jederzeit kann ich mit denen da drüben. Ach schade, ich kann gerade nicht springen. Das wäre total cool gewesen, wenn ich mit denen jetzt hätte Springseil springen können. So, hier bin ich in Deckung. Der macht da oben nämlich Faxen. God bless, ey. Wo ist meine Tüte? Ah, ein Glück. Ich sehe mich erstmal ein bisschen um. Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen mit dem Erzieher werden, hä? Oh, ich dachte schon, ich falle wieder runter. Sah schon wieder kurz danach aus. Okay. So. Hä? Kann ich das ablegen? Ah, okay. Mona hat die Synchro-Challenge für Stitch eingelöst. Mona. Ich habe doch gerade gar nichts zum Lesen. Warum habe ich ein Glas mit Hirn? Kann ich das einfach runterwerfen? Ich meine, kann ich das einfach runterwerfen? Nee, kann ich nicht. Doch. Hä? Das geht gar nicht kaputt. Ein unzerstörbares Glas.
So viel dazu. Das macht halt die Stimmung kaputt. Ich möchte gerade eigentlich ungern... Ich möchte gerade ungern die Stimmung des Spiels kaputt machen. Das ist gerade so mein Problem. Oh oh. Lecker Frösche. Zum Abendessen. Nam nam nam. Vielleicht hat Mona einfach zu viel Angst. Da hilft es natürlich total, wenn ich die ganze Zeit mit meiner Stitch-Stimme rede. Da hast du schon recht. Ich geh mal kurz in Deckung, ja? Kommt sie wieder her? Wieso sollte ich Angst haben? Man weiß ja nie. Muss ich irgendwas machen? Ich will halt immer nicht so einfach durch die Räume durchlaufen. Ich habe immer das Gefühl, ich übersehe irgendwas. Aber das Spiel lässt einen tatsächlich relativ viel einfach durchlaufen. Kann ich das hier irgendwie schieben? Nee. Muss ich hier gar nichts machen? Die App auf dem Handy hat irgendwie Lags. Ja, das ist normal. Die Twitch-Handy-App ist leider nicht so gut. Deswegen nutze ich die Twitch-App tatsächlich auch immer nur für den Chat und schaue dann meistens auf dem Fernseher. Hä, kann ich hier nicht rein? Doch. Ciao. Hahaha. Ich ahne Schlimmes. Ich weiß genau, wo das hinführt. Ah, sie bereitet den Anatomieunterricht vor. Okay, Moment. Ich warte ganz kurz. Das ist mir gerade nichts hier. Was macht sie jetzt? Okay. Sie hat uns nicht gesehen. Nice. Die kommt doch safe hierher. Oder? Otter? Ich war mir da nicht so sicher. Ich habe Angst, dass der Schrank hier wieder umfällt. Sieht auch schon wieder so aus. Wobei... Nee, tut er nicht. Dafür war er zu stabil. Oh, das war knapp. Wait, Moment. Nicht, dass ich hier irgendwas übrig lasse. Vielleicht gibt es hier nochmal irgendwas zu entdecken. Nee, schade. Na gut. Ich werde gerne überbraten. Ach, ich kann es gerade. Ich bin gerade nicht in Twitch-Stimmung. In Twitch-Stimmung, in Stitch-Stimmung. Das Spiel schlägt mich gerade zu sehr in seinen Bann. Oh, cool. Die werden einfach weggetötet. Finde ich super. Nee, ist ja dunkel. Aha. Die Beleuchtung hat nicht gestimmt, merke ich gerade. So. War ja nicht so schlimm, oder? Ist ein bisschen so. Okay, warte mal. Hier ist wieder so ein Brett, aber kann ich da draufhauen? Ich kann da draufhauen!
Was? Ciao. Weg mit dir. Oh, aua. Nein, nimm den Hammer. Also ich muss gestehen, das Feature, dass wir uns hier sogar richtig wehren müssen, finde ich irgendwie mega stark. Vor allem, weil es trotzdem auf so eine sehr dezente Art und Weise passiert. Es ist jetzt nicht übertrieben, dass es so ein richtiges Kampfsystem hat, sondern es ist einfach... Es hat ein bisschen was von Quicktime-Events, weil du halt wirklich genau im richtigen Moment zuhauen musst, sonst hast du ein Problem. Nee, nee, nix, nee, 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 nee. Du kannst auch weggehen. So langsam habe ich euer Timing drauf. Kommt doch safe noch einer. Da kam nicht noch einer, da kam noch Eimer. Ach Gott sei Dank. Ich kann einfach von hier aus wieder starten. Ich finde es gut, dass man das auch mit dem Hammer aktivieren kann. Ah, ich muss das gar nicht gedrückt halten. Der behält ihn einfach in der Hand. Oh, oh. Kann ich meinen Hammer haben? Dankeschön. Was macht ihr mit dem? Ey, Kinder sind wirklich so gruselig und so gemein. Ach, das ist Six. Oh. Da ist doch safe noch einer drinne. Hau gegen die Tür. Guck mal, da ist doch... Das ist doch rot. Da ist doch safe noch einer drin. Wie lange geht der Stream heute eigentlich? Oh. Oh, es ist ja schon nach 10. Ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geschaut. Null. Ich war einfach so gefesselt vom Spiel. Ich wollte euch da eigentlich noch lesen. Scheiße, dafür ist jetzt viel zu spät. Ah, sorry. Aber das Spiel hat mich so in den Bann gezogen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier... Keine Ahnung, wir befreien jetzt noch Six? Wenn ich sie denn irgendwie befreit bekomme? Ja, ich hatte doch eigentlich vor, heute nach dem Spiel... noch meine Lesung von der Schatzinsel fortzusetzen. Das mache ich ja hier im Stream. Das wollte ich ja eigentlich, also ich wollte heute eigentlich nur 3 Stunden das Spiel spielen und wollte danach dann noch 1 Stunde die Lesung machen. Das habe ich jetzt irgendwie voll aus dem Schirm verloren, weil ich gerade so im Bann war von dem Spiel. Aber es macht nichts, das holen wir nach. Und warum zu spät? Das Problem ist, wenn ich so lange spiele und ich rede ja die ganze Zeit, also ich habe jetzt 4 Stunden Dauer gequasselt, dann ist meine Stimme irgendwann sehr angeschlagen. Und dann danach noch zu lesen, laut vorzulesen und eine Geschichte gut rüberzubringen, ist dann tatsächlich doch sehr anstrengend für die Stimme. Deswegen muss ich dann das tatsächlich wann anders machen. Das klingt gut. Ja, Lilly, also das holen wir auf jeden Fall noch nach. Da habe ich ja schon angefangen. So, wir haben sie gerettet. Ein Glück. Heißt das jetzt, wir haben die Schule schon durch? Nee. Komm. Wir haben doch gegen die... Wir haben doch gegen die Lehrerin im Prinzip noch gar nicht gekämpft. Das muss doch noch kommen. Das war's doch noch nicht, oder? Nee, das Brett bricht jetzt durch. Oder? Auch nicht? Kopf an Kopf. Oh ja, du hast recht. Gönn dir Tee mit Honig. Mach ich auch auf jeden Fall. Aber es ist, also 4 Stunden sind so für mich eigentlich immer das Optimum, was den Stream angeht. Weil länger geht dann irgendwann tatsächlich doch sehr auf die Stimme. Deswegen bin ich da, halte ich mich immer so in den Zeitbereich. Jetzt
Hi, so, hi. Guten Abend. Okay, ich habe gerade übrigens ein Achievement gekriegt fürs Klavierspielen, wie beim letzten Mal. Schauen wir mal. Natürlich kriegt unser kleiner Tütenkopf das Klavier hochgezogen. Selbstverständlich. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Du sollst das Seil hochklettern, Junge. Ach nee, wir müssen springen. Wir müssen vor allem im Takt springen. Das war's noch nicht. Wir kommen ja 100 pro nochmal zu der Gruselfrau mit ihrem langen Hals. Das war's noch nicht. Okay, aber ich glaube tatsächlich, dass das hier ein ganz guter Punkt ist, um für heute aufzuhören. Ah, ich höre sie schon wieder knabbern. Cool. Meine Güte, das Spiel ist super stark. What the fuck, ey. Finde ich richtig gut.